Denn da spielt Hansa Rostock gegen den VfL Bochum und dort trafen sich zwei Zweitligisten, die beide letztes Jahr in der ersten Pokalrunde rausgeflogen waren. Andreas Körten. Das 200. Pokalspiel in der Vereinsgeschichte von Hansa Rostock findet ohne fünf Spieler statt. Trainer Peter Vollmann rechts hat sie bis morgen suspendiert wegen einer Zechtour, die erst in den frühen Morgenstunden endete. Trotz der Ausfälle ist Rostock in Blau-Weiß die aktivere Mannschaft. Tobias Jänicke mit einer Mischung aus Flanke und Schuss im Pech. Ziegenbeins abgefälschten Nachschuss aus kurzer Distanz pariert Torhüter Lute glänzend. Die Gastgeber geben im Ostseestadion den Ton an. Latay hat auf einmal viel Platz, Zeit und auch die nötige Übersicht. Tobias Jänicke vollendet zum 1:0, 36. Minute. Die zweite Hälfte hat deutlich mehr Sehenswertes zu bieten, weil sich jetzt auch die Bochumer offensiv beteiligen. Mirkan Aydin, 52. Minute, der Ausgleich. Die Rostocker könnten geschockt sein, sie sind es aber nicht. Pavel Kostal gelingt nur wenig später wieder die Führung, die Tobias Jänicke eigentlich noch ausbauen muss. Eigentlich. Stattdessen wieder Bochum in einem mittlerweile packenden Pokalspiel. Daniel Ginczek. Nach 72 Minuten steht es 2:2, Verlängerung. Als Hansa-Torhüter Müller Sienkiewicz's Kopfball aus kurzer Distanz glänzend vereitelt, bahnt sich der Höhepunkt dieses Krimis an. Die Entscheidung muss im Elfmeterschießen fallen und im strömenden Regen. Jetzt ist endgültig Pokalatmosphäre in Rostock. Der Bochumer Ogusan Kefkir muss beginnen. Müller kommt fast dran, ärgert sich zu Recht. Michael Wiemann für die Gastgeber. Lute hält und der Rostocker Verteidiger scheint im Rasen versinken zu wollen nach einem nicht gerade platzierten Schüsschen. Mirkan Aydin trifft mit einem trockenen Schuss im Regen für Bochum. Dexter Langen wählt die linke obere Ecke. Bochum nur mit einem Treffer in Führung. Paul Freier, auch er gibt sich keine Blöße. Mohamed Latay verkürzt, hält Hansa im Rennen. Federico trifft für Bochum. Ziegenbein für Rostock. Noch immer steht ein Fehlschuss für die Gastgeber zu Buche. Bochum aber ist nur noch einen Treffer vom Sieg entfernt. Marcel Maltritz kann die weiße Weste wahren. Und er schafft es. 7:5 für den VfL nach Elfmeterschießen. Der Schlusspunkt eines spannenden Pokalkrimis. Hansa Rostock ist wie im letzten Jahr nach der ersten Runde draußen. Bochum aber bejubelt den Einzug in die zweite Pokalrunde.